Sehr geehrter Herr Präsident Strohschneider, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Dreyer, sehr geehrte Kollegin Quante Brandt, meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir auch, Sie in der so zusammenfassend zu begrüßen. Und ich muss sagen und habe mich gerade noch mal bei Herrn Strohschneider vergewissert, es gab noch nie eine Hauptversammlung, wo eine Landesregierung so präsent war wie heute hier in Rheinland-Pfalz. Und das ist schon beachtlich und zeigt auch etwas über den Stellenwert, den man in dieser Landesregierung Wissenschaft und Forschung beimisst. Wissenschaft, meine Damen und Herren, braucht vor allen Dingen Freiraum, Freiraum zum Forschen, braucht den Mut, eigene Ideen zu verfolgen und braucht auch die Möglichkeiten, dieses zu tun. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau das zu tun, es ihnen zu ermöglichen. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat international eine ganz hohe Reputation. Sie ist sozusagen der Garant dafür, dass man durch die Möglichkeiten, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft einräumt, frei forschen kann, dass man themenoffen forschen kann, dass entscheidend ist, welche Themen die Wissenschaft setzt und dass es einfach um Erkenntnisgewinn geht, völlig unabhängig von der Möglichkeit einer Verwertbarkeit. Das ist das, was die DFG leistet, was sie ermöglicht. Und ich denke, Bund und Länder wissen das sehr zu schätzen. Und ich glaube, die Möglichkeit, die DFG zu stärken. Ein Indiz dafür ist auch das Mittelvolumen, klar, was zur Verfügung gestellt wird. Und wenn man mal zwei Zahlen sich anschaut, dann war es so, dass 2005 die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Budget von 1,3 Milliarden zur Verfügung hatte und dass sie jetzt in diesem Jahr 2,3 Milliarden zur Verfügung hat. Das ist ohne die Gelder für die Exzellenzinitiative, also originär das, was durch Bund und Länder institutionell verfügt wird. Und ich denke, das ist eine Steigerung um 75% und ist aus meiner Sicht auch ein Ausdruck von großem Vertrauen und von Wertschätzung. Ein Großteil der Zuwächse über die letzten Jahre wurde realisiert durch den Pakt für Forschung und Innovation. Und dieser Pakt für Forschung und Innovation ist etwas, was sich viele Hochschulen wünschen, was wir im Bereich der außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben, jetzt seit 2006, dass man also eine Planungssicherheit hat, womit man operieren kann und dass wir jetzt den Pakt für Forschung und Innovation weitertragen, auch wenn wir gerade im Zusammenhang mit den Koalitionsverhandlungen das eindeutige Signal von einigen Bundesländern hatten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das zu finanzieren und selbst die Prioritäten in Richtung Hochschulen setzen wollten. Und ich denke, es spricht für die Haltung der Bundesregierung, an dieser Stelle nicht resigniert zu haben, sondern zu sagen, wir tragen dann als Bund den Pakt für Forschung und Innovation alleine, finanziert der Bund alleine. Gesagt wurde damals temporär. Irgendeiner hier im Raum glaubt bestimmt nicht, dass das nur temporär ist, dass wieder rückgedreht wird, sondern das ist eben jetzt der Fakt, mit dem wir auch in den nächsten Jahren, glaube ich, umgehen müssen. Wenn man sich anschaut, welchen Stellenwert Wissenschaft und Forschung in Deutschland haben, so sind es auch wieder Zahlen, die das illustrieren. Wenn ich mir anschaue, seit 2005 sind die Ausgaben von Seiten des Bundes, aber auch Länderausgaben, hat ja die Ministerpräsidentin gerade erwähnt, sind die Ausgaben des Bundes für Wissenschaft und Forschung gewachsen, kontinuierlich gewachsen, auch in den schwierigen Jahren der Wirtschaftskrise und der Finanzkrise. Und wir haben in dieser Legislaturperiode anvisiert, nochmal eine Steigerung des Etats des Hauses, welches ich vertreten darf, um 25% von einem recht hohen Niveau, nochmal 25%. Und wir haben morgen im Kabinett den Beschluss zum Haushalt. Und da sind wir jetzt bei 26,8%. Also ist es wichtig, dass man dabei ist und dass man, passiert aber nichts mehr morgen. Das ist jetzt ausverhandelt. Wichtig ist nicht nur, dass man sich über die Summen freut, sondern dass Gesamtsystem funktioniert. Und Gesamtsystem heißt das Zusammenspiel von Bund und Ländern, von Wissenschaftsorganisationen, von Hochschulen, von Wissenschaftlern. Und ich bin sehr froh über die Entscheidung, die wir jetzt vor kurzem treffen konnten, dass wir also dieses Gesamtpaket aus Exzellenzinitiative, Tenure-Track-Programm und innovativer Hochschule verabschiedet haben. Und möchte betonen, das, was so in der öffentlichen Diskussion gar nicht so wahrgenommen wird, ist die Tatsache, dass wir jetzt nicht eine nächste Runde Exzellenzinitiative beschlossen haben, sondern mit der Exzellenzstrategie eine Förderung, eine auf Dauer.
auf Dauer angelegt. Das heißt, nach der ersten Runde 7 Jahren gibt es keine Diskussion, ja oder nein, zahlt der Bund 75% weiter, sondern das ist alles klar. Sicher kann man über Details dann reden, aber das ist eine langfristige Sicherheit, dass es Förderung von Spitzenforschung in Deutschland geben wird. Und das ist für mich vor allen Dingen ein ganz zentraler Punkt. Wir haben versucht, lieber Herr Strohschneider, schnell zu diskutieren im Januar, der Imboden-Bericht. Und dann hatten wir uns vorgenommen, bis zum April einen Beschluss der GWK, also der Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister, zu realisieren. Und das haben wir auch geschafft. Und wir haben uns in der Zeit so oft gesehen, dass es schon reichte. Mehrfach wöchentlich in kleinen, in großen Runden. Aber alle mit dem Ziel vor Augen, wir müssen das zu dieser Aprilsitzung realisieren. Und dass wir dann verabschiedet haben, ein Programm, was einerseits auf Dauer angelegt ist, aber andererseits auch Dynamik enthält, Wettbewerb. Und das heißt, die Exzellenzcluster werden... Die Zahl wird vergrößert. Ich glaube, das ist auch adäquat angesichts der Spitzenforschung, die wir in unterschiedlichsten Themenfeldern in Deutschland haben. Die Exzellenzcluster werden immer als Wettbewerb auch in 7 Jahren nach der nächsten Runde ausgeschrieben für alle, auch für die, die in die zweite Runde gehen. Was mir besonders sympathisch ist, das war die Empfehlung der Imboden-Kommission. Die sollte ja schauen, was hat die Exzellenzinitiative mit dem System als Ganzes gemacht. Also nicht, wie ist der Zuwachs an Publikationen in einem bestimmten Fachbereich, sondern was hat es bewirkt, wenn eine Hochschule ein Exzellenzcluster hat? Hat es der ganzen Hochschule geholfen? Hat es sozusagen die Stück nach oben gezont? Oder hat es unter Umständen geschadet, weil man dann in der Hochschule alles konzentriert hat auf dieses Feld zulasten anderer Bereiche? Das war eine der Fragen. Und die Imboden Kommission hat beides vorgefunden und hat signalisiert, dass es gut wäre, wenn eine Hochschule ein Cluster einwirbt, dann auch diese Hochschule sozusagen honoriert wird über das Cluster hinaus. Und deswegen glaube ich, dass diese Universitätspauschale, das heißt 1 Million für den Präsidenten zur vernünftigen Verfügung, wenn man muss man was aufschreiben, wofür man es nimmt. Ich glaube, das ist auch ein Anreiz, dass eine Hochschule insgesamt die Möglichkeiten, die rechtlich auch für viele Präsidenten schon da sind, dann auch wirklich nutzt. Also Wettbewerb. Die zweite Förderlinie, die Exzellenzuniversitäten. Da haben manche von Ihnen gehadert, dass die Kriterien doch relativ gravierend sind. Ich glaube, das muss es auch sein. Und was wir jetzt haben, ist die Tatsache, dass wir 8 bis 11 oder jetzt 11 Universitäten in dieser Linie, wenn sie wettbewerblich sich bestätigen, herauskristallisieren, dass die das Siegel bekommen, will ich mal lax sagen, Universität, Exzellenzuniversität in Deutschland. Da haben wir dann meinetwegen 11. Nach der ersten Runde, nach den 7 Jahren, müssen sich auch all diese Universitäten wieder bewerben und müssen mindestens 2 Cluster oder im Verbund 3 einwerben, voll im Wettbewerb. Aber dann wird noch geschaut, das ist nur notwendig, nicht hinreichend, dann wird geschaut, so ähnlich wie bei Max Planck, wie ist die Leistung dieser Universität insgesamt, und das ist ja sehr schwer zu messen. Cluster, das ist wissenschaftsadäquat, aber die Leistung einer Universität insgesamt zu bewerten, ist schwieriger. Wie ist sie nicht jetzt im Vergleich mit anderen Universitäten, sondern wie ist sie im Vergleich, will ich mal sagen, Weltspitze? Und da ist ganz entscheidend, Herr Strohschneider, und an die DFG insgesamt gerichtet, wie man diese Evaluation, diesen Vergleich, wie das ausgestaltet wird. Davon hängt auch sehr viel ab. Und wenn eine Universität das positiv besteht, dann bleibt sie in dieser Linie, kann institutionell und dauerhaft gefördert werden. Aber es wird auch viel Bewegung geben. Es wird auch viel Bewegung geben, weil die Kriterien doch relativ hart sind, sodass die Sorge eines Bundeslandes, da wird sich zu wenig bewegen und es sind dann immer dieselben, die teile ich überhaupt nicht, sodass ich glaube, die Ausgewogenheit Dauer und Wettbewerb, Dynamik und Dauer ist gut gelungen. Und ich bin froh, dass die DFG jetzt mit der Erfahrung der Exzellenzinitiative der letzten Jahre und der Wissenschaftsrat sozusagen die Ausgestaltung, die Umsetzung übernehmen, weil davon hängt sehr viel ab. Das Tenure-Track-Programm. Ich glaube, gerade durch die Exzellenzinitiative haben wir ein Anwachsen in den letzten Jahren der Volumina, die für Forschung ausgegeben werden, und ein Anwachsen von befristeten Stellen, sodass die Relation zwischen Unbefristeten und Befristeten, die muss immer so sein im Hochschulbereich, dass viele Befristete sind. Das ist ganz klar. Das liegt in der Sache, in der Natur des Systems. Aber dass die Relation
nicht mehr sehr in Ordnung war. Und deswegen unsere Intention, es müssen mehr unbefristete Professuren möglich sein und zum anderen, dass die Entscheidungen früher fallen. Dass die Entscheidung, ob man eine echte Chance hat, unbefristet im System zu bleiben, früher fällt, damit man die Möglichkeit hat, wenn das nicht so ist, sich anders gut zu positionieren und nicht erst mit 50 oder in einer Phase, wo das nicht mehr so einfach möglich ist. Und beim Tenure-Track-Programm sind diese beiden Komponenten verbunden. Der Bund hat 1 Milliarde dafür vorgesehen und darüber freue ich mich noch mehr als über die Summen, die wir jetzt in dieser Legislaturperiode erreichen, weil diese 1 Milliarde ist weit über diese Legislatur und über irgendwelche Wahlen hinaus fix gesetzt. Das heißt, 8 Jahre maximale Förderung pro Professur, 100% vom Bund und dann aber, und das ist, denke ich, auch eine große Leistung der Länder, die ganz klare Vereinbarung, dass diese Professuren unbefristet zusätzlich fortgeführt werden. Und ich denke, auch die Tatsache, dass da nicht einmal 1000 Professuren ausgeschrieben werden als Tenure-Track, sondern das in der Verpflichtung enthalten ist, dann immer wieder 1000 Professuren, also die entsprechenden Professuren neu auszuschreiben, das verändert, glaube ich, das Wissenschaftssystem positiv weit über die Legislaturperiode hinaus. Ist das ein Ansatz, der in dem System viel verändern wird? Und das Programm Innovative Hochschule, weil es eben bei einer Hochschule ganz unterschiedliche Leistungskriterien gibt. Und der Aspekt als Transfer in die Region oder überhaupt in die Gesellschaft, es geht ja nicht nur um technologischen Transfer, das ist ein Punkt, wo wir uns nicht verstecken müssen, die Hochschulen auch sehr selbstbewusst sein können. Der Transfer vom Wissenschaftssystem in die Wirtschaft funktioniert in Deutschland gut. Ungefähr so wie in den USA. Es funktioniert überhaupt nicht in China. Und zu meiner Überraschung auch sehr schlecht in Japan, die jetzt versuchen, Elemente unseres Systems zu übernehmen. Aber obwohl wir sagen, das funktioniert gut, gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und deswegen diese Chance für mittlere Universitäten, für Fachhochschulen hier bei diesem Programm Innovative Hochschule langfristig unterstützt zu werden. Wenn ich jetzt sagte, Tenure-Track-Programm, Exzellenzinitiative, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dann sind das alles Punkte, die in Richtung des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgerichtet sind, orientiert sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wie die DFG auch mit dieser veränderten Situation umgeht. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund der Gleichstellungsstandards für Forschungsprojekte, die die DFG erarbeitet hat. Die haben im System viel verändert. Aber da sich das System verändert, sind auch immer wieder neue Ideen gefragt. Und wenn wir die graduierten Schulen, die wir jetzt nicht mehr in der Exzellenzstrategie weiter verfolgen, wo wir aber gemeinsam entschieden haben, sie nicht von Seiten des Bundes im nächsten Herbst auslaufen zu lassen in der Finanzierung, war ja ursprünglich so vertraglich vereinbart, sondern 2 Jahre länger zu finanzieren. Danach müssen sie aber sozusagen in Anführungsstrichen sich in der Regelförderung der DFG wiederfinden. Und da ist es wichtig, dass man nicht einfach klassisch jetzt ein Programm aufsetzt, sondern dass man wirklich die Erfahrung, die man jetzt durch 20 Jahre graduierten Schulen in der Exzellenzinitiative gewonnen hat, dass das auch einfließt und dass wir auch ganz neue und andere Akzente setzen. Und ich wünsche mir auch, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft Aspekte im Wissenschaftssystem, die auf Verwerfungen hinweisen, die kritisch sind, vielleicht auch für sich überlegt, was kann man tun, um dem entgegenzuwirken. Beispiel, wir haben einige Bundesländer, die jetzt schon es ermöglicht haben oder die Absicht haben, es zu ermöglichen, Promotionsrecht für Fachhochschulen. Finde ich, ist für das Wissenschaftssystem kreuzgefährlich, weil wir dann bei Max Planck und anderen natürlich ganz schnell das auch eingeklagt bekommen. Dass es dazu kommt, dass man dort eigenes Promotionsrecht will, daran sind aber auch viele Universitäten schuld, muss man klar so sagen. Wenn ich mir überlege, dass bei den Ingenieurstudenten 60% aller Ingenieurabsolventen in Deutschland kommen aus den Fachhochschulen. Deutsche Ingenieurkunst hat Weltgeltung. Wir brauchen auch promovierte Ingenieure, Ingenieure, die weiter über ihr Studium hinaus wissenschaftlich arbeiten. Und deswegen müssen zum Beispiel für diesen Bereich natürlich die Möglichkeiten kooperative Promotion wirklich gut geschaffen werden. Und ich würde mich freuen, wenn man überlegt, ob man das auch von Seiten der DFG, also dieses Verfahren stärker als Normalverfahren mit etablieren kann, anregen kann und vieles andere mehr. Ich glaube, dass wir hohe Erwartungen haben, was die Kreativität der deutschen Forschungsgemeinschaft anbetrifft und diese Lösungsansätze für die Zukunft
nicht nur aus der Politik, sondern eben gerade aus der Wissenschaft, aus der deutschen Forschungsgemeinschaft herauskommen sollen. Ich bin aber sehr optimistisch, dass das gelingt, zielstrebig und zukunftsgewandt auf die neuen Herausforderungen zu reagieren und wünsche, dass man darüber nachdenkt, nicht unbedingt heute Abend, sondern generell, und wünsche allen hier an diesem schönen Standort, über den ich nicht so viel weiß wie die Vorredner, alles, alles Gute und weiterhin auf gute Kooperation mit der Politik. Danke.